zusammen und bergen sie die Technologie der synaptischen Verbindung. Dieses Artefakt muss unter allen Umständen geborgen werden. Missionstimer aktiviert. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir können, was können wir? Mischlegierung für Fahrzeuge, MK2. Gut. Oh, jetzt habe ich Schluck auf, oder was? Nein. Okay, wer kann in diesem Einheitenbereich? Geil! Ja, also mit deshalb mal kurz Fahrzeug ist. Alle zwei Rohre. Boah, und vier Raketen. Fett. So. Jetzt schau mal, wie ihr da reinkommt, ihr Pfeifen. Ja, das wird nicht einfach werden. Was steht ihr noch so rum? Ach, hier steht er einfach wegen der Gegend rum. Hm? Warum nicht, ne? Ich meine, gibt's Schlimmeres? Alles dann braucht man noch. Ich bin total überfordert mit der Menge an Einheiten. Na komm. Ja. Scheiße. Wo ist mein Ist das schon drin oder was? Okay. Da. Speichern. Mission 9. Ich glaube, wir werden unterwegs die Speicherstände ausgehen. Egal. Schick los, das Ding. Ist wieder ein Video, oder? Komm. Kein Video? Scavenger-Basis entdeckt. Yum. Oh, ich hab drei. Fahrt auseinander! So, was haben wir denn da alles Schönes? Oh. Raketen. Sieht nach richtig viel Spaß aus. So richtig viel Spaß. Okay, wir bauen. Bauen wir fünf von den Dingen. Dann bauen wir noch drei von denen. Zwei davon. Geben wir ein wenig Energie aus, komm. Und als erstes. Speichern wir. Genau. Und dann. Forschung abgeschlossen. Um uns ein paar Einheiten her. Schick los das Ding, komm. Können wir noch irgendwas erforschen? Oh, Schwerrumpf Python klingt vielversprechend. Werde ich dann gleich mal. Naja, das wird ja dann nichts mehr angezeigt. Was halten die jetzt aus? 100, nein, 600. Klingt gut. Und die werden auch noch nachgerüstet, ne? Vor allem frage ich mich, wie geht das jetzt, ne? Hey, wir haben was Neues erforscht. Oh, rüsten wir gleich nach. Du musst einfach hier nur ein paar Schrauben losdrehen, dann steckst du das hier drauf und dann. Ja, cool. Ist ja einfach. Ja, ne? Voll easy. Vielleicht hätte ich da nicht einfach so losfahren sollen. Vielleicht soll ich es auch so hinstellen, dass sie nicht gegen die Wand schießen, sondern mal was Sinnvolles tun. Scavenger-Basis entdeckt. Oh. Ich entdecke gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Zurück. Rückzug. Nein, wir ziehen uns nicht zurück. Die Erde ist rund, wir greifen von hinten an, genau. Wir fahren einmal rundherum und dann greifen wir von hinten wieder an. Warum ist da jetzt sowas explodiert, hä? Okay, das sind zwei Basen, das sind wahrscheinlich nochmal fünf Basen und dann komme ich irgendwann mal da rein. Flammenwerfer. Bin ich der Einzige, der findet, es macht keinen Sinn, Flammenwerfer auf Türme zu setzen? Gut, andererseits, Feuer fällt nach unten, aber. Hä? Finde ich trotzdem irgendwie schwachsinnig.
Was? Ich sehe da nichts, geh weg! Ich sehe das nicht wegen dem scheiß Dreckszeichen. Einheitengrenze. Grundlagenforschung abgeschlossen. Ja, dann nicht. Was war das jetzt? Oh, schwerer Rumpf. Fahrzeugforschung abgeschlossen. Höhere Panzerung und mehr Rumpfbogen gegen gute Hauptkampfpanzer und das Untersatz für Schwerartillerie. Das schauen wir uns auch gleich. Ich drücke immer wieder aufs Falsche, aber immer wieder. Python. Schnucklig. Schnucklig, schnucklig. Was ist das überhaupt? Chinesische Panzerung, Thermalpanzerung. Rüsten wir die Fahrzeuge auf. Die werden einfach die fette Strümpfe reindrücken. So habe ich das überhaupt gemacht. Baue ich ja eh nicht. Warum baue ich das nicht? Gute Frage. Oh, das sieht so richtig fett aus. Yam, yam, yam. Warum werden die jetzt nicht alle automatisch nachgerüstet? Ah, das wäre so geil. Wo bleibt überhaupt meine Verstärkung? Oh. Okay, speichern. Bauen die die Verteidigung wieder auf? Nein, die Scavenger können nichts bauen. Die dürfen nichts bauen können. Das wäre unfair. Bleibt halt nicht stehen! Mit Raketen auf Mücken geschossen. Ja. Da ist eine Mücke. Hey, komm. Ich habe hier eine 500 Kilo Sprengstoff-Rakete. Und was haben... Was haben die auf ihren scheiß Bussen gebaut? Raketen? Kanonen. Kanonen, Raketen. Ach, irgendwas, mit dem sie auf mich schießen können. Verdammte Scheiße, es funktioniert. Ich glaube, das schaffe ich nicht ganz, ne? Ach komm, dann können wir bessere Einheiten bauen, zerheizen mal ein paar. Obwohl, die kann man auch recyceln, ne? Recyceln ist nur was für Noobs. Echte Pros opfern alles. Oh, Öl. Genau, was ich brauche. Ich habe ja so wenig Energie. Gibt es auch eine Möglichkeit, das Einheitenlimit zu ändern? Verstärkungen sind eingetroffen. Zu spät. Wie immer. Naja, die können den Ausgangspunkt da hinten sichern. Warum schieße ich erst die Häuser kaputt, statt die Verteidigungsgeschütze? Weil ich ein Idiot bin, weil ich ein Idiot... Oh, das sieht so fett jetzt irgendwie aus mit dem neuen Rumpf. Wirkt schon eher. Wirkt schon eher wie Kampfeinheiten. Scavenger-Basis ausgelöscht. Das war Nummer 1. Und Nummer 2 mal dann gleich noch. Was ist das denn? Irgendein schwules kleines Männchen mit seinem scheiß MG will mich anpissen. Was soll denn das? Und habe ich noch keine neuen Einheiten losgeschickt? Nehmen wir mal dich mit und dich und dich und dich. Nehmen wir auch eine mit. Schick los. Überdachtversand kommt heute schon an. Hä? Übernachtung kommt heute noch an. Steht halt nicht so dumm rum und schießt endlich die scheiß Hütten kaputt. Unterstände, Bunker, was auch immer es ist. Scavenger-Basis ausgelöscht. Und ich krieg wieder gar nichts dafür. Ich hasse die Scavenger, die geben mir nichts mehr. Die können Busse bauen, die haben doch noch Technologie, die sie mir geben könnten. So, also ich kann einmal da reinfahren oder ich könnte einen Weg außenrum suchen. Was ist jetzt schlauer? Schauen wir erstmal, ob da noch was ist. Nein, nein, da ist gar nichts mehr. Okay, dann fahren wir zurück zur Landezone. Ist es klug, da lang zu fahren? Hm. Wäre es klug, da reinzufahren? Hm. Basis ist da hinten. Das heißt, die liegt da wahrscheinlich irgendwie tiefer. Ach komm, damit es heuer noch was wird. Ich hab wieder mal keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung.
Wie immer. Und warum erwähne ich das dauernd? Ich glaube, inzwischen sollte jeder mitbekommen haben, dass ich keine Ahnung habe. Und ich sollte aufhören, es zu erwähnen. Aber ich tue es nicht. Nein, ich sage es immer wieder. Das ganze Let's Play lange, ja. Ich werde es jetzt in jedem zweiten Satz einbauen, dass ich keine Ahnung habe. Sondern dass es unterschwellig ist, dass es gar nicht bemerkt, dass ich keine Ahnung habe. Ja, da merkt man das richtig, dass ich es kann. Na komm. Gehst du noch ein kleiner? So groß ist die Karte doch gar nicht. Und oben ist ein Norden.